Jetzt bei RFH aktuell am Dienstag. Das sind unsere Themen heute. Der ADAC Autotest. Bewertung des Range Rover Evoques. Neue Tischtennisschläger für den Sportkurs. Wernigeröder Stadtwerke unterstützen die Schüler des Gymnasiums. Stadtlandfluss, der Reisetipp. Heute New York City. Ausstellung Goldene Henne. Ein ganz besonderes Geschenk zum 25. Geburtstag. RFH. Informativ, aktuell, näher dran. Der ADAC Autotest. Bewertung des Range Rover Evoques. Der Evoque rundet die Range Rover Modellpalette nach unten ab und das sehr erfolgreich, was nicht zuletzt an seiner Wertstabilität im Gebrauchtsegment zu merken ist. Sein Design ist unverkennbar und so eigenständig, dass man im Hause Range Rover auch bei der Neuauflage auf Bewährtes setzt. Man muss schon genau hinschauen, um den Evoque 2 zu identifizieren. Am besten gelingt das über die versenkbaren Türgriffe. Die hat auch schon der Range Rover Velar. Und die verleihen jetzt auch dem Evoque einen edlen Anstrich, auch wenn die Bedienung damit nicht leichter wird. Ansonsten ist die Karosserie des Evoque kaum gewachsen. Die Fensterflächen sind nach wie vor schmal und verjüngen sich nach hinten hin deutlich. Die Heckleuchten sind konturierter geworden und die Heckschürze, die ist jetzt weit nach oben gezogen. Der Basisdiesel in unserem Testwagen leistet 150 PS und ein maximales Drehmoment von immerhin 380 Newtonmetern. In Kombination mit Allradantrieb und 9-Gang-Automatik ist der Wagen kein Sprintwunder, aber man kann gut mit dem Verkehr mitschwimmen. Der Motor läuft durchaus kultiviert und ist im Innenraum kaum zu hören. Überhaupt merkt man dem Evoque seinen Premium-Anspruch deutlich an. Die Federdämpferabstimmung ist sehr ausgewogen, auch wenn es für den kleinsten Diesel keine adaptiven Dämpfer gibt. Das Automatikgetriebe schaltet unauffällig und sinnvoll und dank der neuen Fahrstufen ist man fast immer in leisen und spritsparenden niedrigen Drehzahlbereichen unterwegs. Die Lenkung allerdings, die braucht Feinschliff, die klebt regelrecht um die Mittelstellung. Beim ADAC-Ausweichtest schafft der neue Evoque dank beherzter ESP-Eingriffe ein gutes Ergebnis. Er neigt zwar zu moderatem Untersteuern, bleibt aber dank erheblichem Tempoabbau gut beherrschbar und sicher in der Spur. Die deutlichsten Veränderungen hat der Evoque im Innenraum erfahren. Das gesamte Armaturenbrett wird von bis zu 3 Monitoren dominiert. Einen für die Instrumente, der zweite für das Entertainment inklusive Smartphone-Anbindung und gegen Aufpreis ein dritter für die Klimasteuerung. Unser Testwagen hat hier noch ein klassisches Bedienpanel. Schalter gibt es hauptsächlich am Lenkrad, dort aber zuhauf. In weiten Teilen wirkt der Innenraum sehr clean, rund um den Getriebewellhebel besonders auffällig. Die Bedienung erfordert viel Lernarbeit, gerade bis man sich in den Menüs und Untermenüs zurechtfindet. Die Platzverhältnisse vorn wie hinten sind gut. Der Kofferraum fasst zwischen 315 und 700 Liter. Im Eco-Test des ADAC kann der Testwagen leider nicht überzeugen. So ist mit Allrad, Automatik und knapp 2 Tonnen Gewicht kaum ein guter Verbrauch zu erzielen. Die 7,4 Liter pro 100 Kilometer im Durchschnitt verwundern also nicht. Mit diesem Verbrauch ist eine CO2-Bilanz von 233 Gramm pro Kilometer verbunden. Warum ausgerechnet der neue Euro 6 D-Temp-Diesel bei den Stickoxiden schlechter ist als frühere Dieselmodelle der Marke im Eco-Test, bleibt ein Rätsel. Immerhin ist der Evoque in urbanen Gebieten sauber und kann so noch ein paar Punkte abstauben. Zu mehr als 2 von 5 Sternen reicht es aber nicht. Fassen wir mal zusammen. Der neue Range Rover Evoque sieht stylisch aus, er bietet viel Komfort und auf Wunsch eine umfangreiche Ausstattung. Tja, und da sind wir bei den Preisen. Die beginnen bei 38.100 Euro. Für unseren Testwagen hier liegt der Listenpreis sogar bei knapp 70.000 Euro. Auch wenn hier Automatik und Allradantrieb dabei sind, der Spritverbrauch sollte niedriger ausfallen. Sicherlich würde nicht schaden, von den fast 2 Tonnen Leergewicht ein bisschen abzuspecken. Neue Tischtennisschläger für den Sportkurs. Wernigeröder Stadtwerke unterstützen die Schüler des Gymnasiums.
In der Turnhalle des Stadtfeldgymnasiums wird Tischtennis gespielt. Dafür benötigen die Schüler auch entsprechende Schläger und an denen mangelte es in der Vergangenheit. Umso erfreuter sind sie, dass die Wernigeröder Stadtwerke jetzt 20 neue Tischtennisschläger sponsern. Diese werden natürlich gleich eingesetzt. Das ist jetzt der gemischte 11. und 12. Klassekurs des Gymnasiums. Die haben das angewählt, also freiwillig gewählt, dass sie das gerne als Sportart üben möchten und hatten bisher halt die Möglichkeit, nur mit sehr schlechtem Material zu spielen, weshalb die meisten halt ihr eigenes tatsächlich mitgebracht haben, weil wir auch ein paar Vereinsspieler haben und für die kommt das dann schon gar nicht mehr in Frage, tatsächlich mit so einem Kellen zu spielen. Deswegen sind sie jetzt sehr glücklich, auch geeignetes Material zu haben. Die Spende kommt nicht von ungefähr. Der sehr aktive Förderverein des Gymnasiums versucht mit allen Mitteln, die Schule zu unterstützen. Diesmal auch bei der Neuanschaffung der dringend benötigten Tischtennisschläger. Uns ist wichtig, dass die Kinder Spaß am Sport finden, weil Trägheit sich gesundheitlich auch für die spätere Arbeitswelt nicht besonders auswirkt. Motivation auch durch Sport hervorragend gefördert wird. Und so haben wir auch schon im vergangenen Schuljahr Basketbälle, Fußbälle, Sprungbänder und verschiedene Sachen angeschafft, wie auch Fahrradbüge, damit die Jugendlichen auch animiert werden, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen. Es ist natürlich nicht ganz leicht, die finanziellen Mittel auch zu organisieren. Ja, da freuen wir uns, wenn wir tatkräftige Unterstützung durch Sponsoren haben, wie hier in diesem Fall von den Stadtwerken Wernigerode, wo ich mich auch nochmal recht herzlich im Namen des Fördervereins bedanken möchte und auch gleichzeitig den Dank an Herrn Meinecke aussprechen möchte, dass er uns auch wieder bei dem Jahresgymnasialplaner, den wir jedes Jahr auf die Schule zugeschnitten rausbringen, finanziell unterstützt. So ist es uns möglich, den 5. Klassen diesen Planer als Geschenk, als Begrüßungsgeschenk im neuen Schuljahr überreichen zu können. Die Wernigeröder Stadtwerke unterstützen viele Vereine und Veranstaltungen in ihrem Versorgungsgebiet. Und nicht zum ersten Mal haben sie dem Förderverein des Gymnasiums geholfen. Diesmal in Sachen Sport. Weil Sport ist nun mal ein ganz wichtiges Element in unserem täglichen Dasein. Und wenn man hier für die Schüler während des Unterrichts und auch nach dem Unterricht sowas zur Verfügung stellen kann, finde ich das toll. Tischtennisschläger in diesem Fall, weil die alten Schläger waren verschlissen und eigentlich kaum noch zu gebrauchen, sodass man natürlich auch keinen Spaß beim Spielen haben kann. Und wir hoffen und wünschen ja auch, dass die Jugendlichen dann vielleicht auch den Weg zum Tischtennissport finden zum Beispiel. Nun brauchen die Schüler zum Sportkurs und auch zur AG Tischtennis nicht mehr ihre eigenen Kellen mitbringen. Denn mit den Gesponserten spielt es sich genauso gut. Und die Alten können entsorgt werden. Stadtlandfluss, der Reisetipp. Heute New York City. Bunt, laut und 24/7 wach. New York hält so viele Erlebnisse bereit, dass ein Urlaub eigentlich gar nicht genug ist. Wir wollen es trotzdem mit ein paar Tipps versuchen. Museum oder Netflix? In New York geht beides. Das Museum of Modern Arts ist Heimat einer der bedeutendsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Neben Designklassikern zählen dazu auch mehr als 22.000 Filme. Freitags ab 16 Uhr ist der Eintritt übrigens kostenlos. Für ein besonderes Mitbringsel besucht man am besten das Szeneviertel Soho. Der Kern des Stadtteils stammt aus der amerikanischen Gründerzeit. Heute gehören die früheren Fabrik- und Lagergebäude zum teuersten Mietraum der Stadt und beherbergen weit über 100 Galerien und Antiquitätenhändler. Ebenfalls Pflichtbesuch mindestens eine der unzähligen Broadway-Shows. Das Theaterviertel am Times Square ist einer der bekanntesten Touristenattraktionen der Welt und liefert immer neue Geschichten für Hollywoods Filmindustrie. Vor allem nachts bietet die Straße mit der wohl höchsten Stromrechnung der Welt eine beeindruckende Kulisse. Ausstellung Goldene Henne. Ein ganz besonderes Geschenk zum 25. Geburtstag. Die Super Elu, das Fachblatt für DDR-Nostalgiker, zelebriert das Gedenken an den untergegangenen sozialistischen Staat auf deutschem Boden vornehmlich, indem die ganzen alten Fernsehlieblinge, man sagte ja damals nicht Stars, in der Illustrierten eine mediale Plattform erhalten. Mittlerweile gibt es aber auch neue Stars und seit 1995 werden die alten und neuen mit der Goldenen Henne geehrt. Waren es damals gerade einmal 3 Preisträger, werden mittlerweile 9 bis 10 dieser Trophäen jedes Jahr verliehen. Am meisten, nämlich 7-mal, bekam Helene Fischer den Preis,
gefolgt von Wolfgang Stumpf, der fünfmal abräumte, Carmen Nebel mit viermal und Stefanie Hertel, die ihre drei Hennen hoffentlich noch auf dem Kaminsims stehen hat. Dort sollten die Preisträger die Hennen vielleicht mal abstauben und dann nach Bernburg schicken, denn das dortige Schlossmuseum plant eine Ausstellung zur Goldenen Henne, die in diesem Jahr ja ihren 25. Geburtstag begehen kann. So am Dienstag Ausstellungskurator Thorsten Sielmann, der die Idee zu dieser Ausstellung hatte und sie den verantwortlichen Rechteinhabern vom Mitteldeutschen Rundfunk und der Super Illu schmackhaft machen konnte, sodass diese erlaubten, mit der Marke Goldene Henne zu arbeiten. Ich bin leidenschaftlicher Goldene Henne-Fan und der Medienpreis begleitet mich schon seit Anfang der 90er Jahre. Denn so lange existiert dieser Goldene Henne-Preis schon, seit 1995. Und bei einer Begegnung mit dem Chefredakteur Herrn Kobus hatte ich in einem Gespräch die Idee, eine Ausstellung zu machen. Da ich als Museumspädagoge bei uns im Museum Schloss Bernburg tätig bin, unter anderem auch schon die Amiga Schallplattenausstellung kuratierte, ist das natürlich auch ein Thema gewesen, was hoffentlich eine breite Mehrheit Besucherinnen und Besucher anspricht. Neben dem Schlossmuseum in Bernburg werden auch Bildergalerien in den Museen von Stassfurt, Aschersleben und Schönebeck zu sehen sein. Und wenn genug Artefakte zur Verfügung stehen, könnte man auch dort und nicht nur in Bernburg wahrhaftige Henne-Gegenstände bewundern. Das soll aber nicht das Einzige sein, womit man die Ausstellung gestalten möchte. Denn schließlich ist die Goldene Henne ein Publikumspreis und deshalb hatte Kurator Sielmann einen Aufruf an alle Bewohner des Salzlandkreises. Ich suche Ihre Geschichte in Verbindung mit einem Foto und das wird einen würdigen Platz auch in der Ausstellung finden, denn die Mischung macht es bei dieser Ausstellung. Die prominenten Hennepreisträger und das Publikum soll mit einbezogen werden. Deswegen dieser Bürgeraufruf. Wie solche Geschichten aussehen könnten, zeigte bei diesem Medientermin Ronny Manske aus Gerlebock. Er ist Fan der Pudis und seit deren Auflösung Fan von Dieter Bürr, vielleicht auch bekannt als Maschine und kreativer Kopf der DDR-Musikformation. Die Pudis bekamen ihre erste Henne 1999 und dann noch eine im Jahr 2009. Und natürlich war die Band oder auch Teile davon oft zu Gast in unserer Region und sorgte so für schöne Erinnerungen, zum Beispiel bei Ronny Manske. Dann würde ich tatsächlich die Geschichte der Jacke erzählen. Die hatte ich zu vielen Konzerten schon an und dann hatte ich mich dann zu seinem Album Alle Winter wieder von Maschine dazu entschlossen, bei einer Autogrammstunde mir die zu signieren zu lassen. Und von Maschine war die Frau Silvia auch mit dabei. Und die hat das gesehen, was wir da vorhatten oder was ich vorhatte. Und die hat sich natürlich sofort bereit erklärt. Und sie hat davon dann auch Fotos gemacht. Nun könnten Sie ja auch mal in sich gehen und nachdenken, welche Henne-Preisträger in Ihrem Leben einmal eine Rolle spielten. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere Fanfoto und Autogramm, das unbedingt einmal gezeigt werden müsste. Und auch die MDF1-Archive beinhalten so manche Schätze. Schließlich versucht man ja als Journalist darüber zu berichten, wenn die Promis aus der großen, weiten Welt mal in die Provinz kommen. Zum Beispiel Angela Merkel, 2006 Preisträgerin, als sie noch die Mutti der Nation war, hier im Jahr 2000, auf dem CDU-Landesparteitag in Förderstedt. Hans-Dietrich Genscher, 2009 mit der Henne ausgezeichnet, hier als er 2010 in der Staatskanzlei den Landesverdienstorden bekam. Herbert Köfer wurde 2002 für sein Lebenswerk geehrt, hier bei einem Auftritt im Stassfurter Salzlandtheater im Jahr 2005. Henne-Preisträger waren aber nicht nur Politiker oder Künstler, auch zahlreiche Sportler gehörten dazu. Hier zum Beispiel Sven Ottke, 2003 zu Gast im MDF1 Sportblickstudio und 2003 auch mit der Goldenen Henne bedacht. Ja, und vielleicht hat sich auch ein Fan wiedererkannt, der damals mit dabei war. Doch das soll es mal als Ideengrundlage von unserer Seite aus gewesen sein. Denn jetzt sind Sie und Ihre Erinnerungen gefragt. Auf der Webseite
hennestars.de gibt es eine Übersicht, wie viele Hennepreisträger inzwischen seit 1995 gekürt worden sind. Und da kann man von A bis Z die Namen verfolgen. Und vielleicht gibt es eine Bürgerin oder Bürger mit einer tollen Geschichte, mit einem tollen Bild. Bis Anfang Mai ist jetzt also Zeit, die privaten Archive nach Bildern oder Devotionalien zu durchforsten. Vielleicht findet sich ja was Interessantes. Die Museumsleute rund um Thorsten Sielmohn würde es freuen.